Hallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 3 und dem Beagle. So sieht's aus. Wir sind immer noch auf der Suche nach allem und nichts und überhaupt und ne, und wir haben viel geprügelt. Ich werde nach meiner Aufnahmesession mal gucken, was ich da eigentlich für schicke Achievements bekommen habe. Ich könnte schwören, dass ich die so in der Form, glaube ich, damals nicht bekommen habe. Aber ich merke, dass mein Spiel. Allgemeiner Spielstil sich doch heftig geändert hat. Ich bin viel besser im Zielen zum Beispiel geworden. Gerade mit Kommt, Controller. hier müssen Sie einholen. Und generell. Ja, einfach Warten anders. Sie noch, ne? Andere Oh, Achievements noch zumindest von für einen Schritt. damals. Huch, Nate. Kommt, ich glaube, wir haben etwas. Im Schatzsucher bin ich nicht besser Schön, geworden. dass ihr okay seid. Gleichfalls. Oh. I like you both. Ja, das richtet sich jetzt an Kotlet. Ich mag Chloe jetzt hier in diesem Teil und auch am Ende Gut, des zweiten Teils das ist die schon. Wand. Okay, der Sie ist Eingangsverschluss mir hier sollte sehr irgendwo hier sein. sympathisch, Oh, zumal sie Nate auch ich darauf hab keine Ahnung, hinweist, was dass das er ist. einfach bescheuert ist. Gar nichts. Weiter kam er nicht. Und wir sollen es schaffen. Symbolisch ist ein Eingang durch zwei Säulen gekennzeichnet. Toll. Welche? Und ein Eingang zu was? Die Musik ist immer, ich kriege da immer ein bisschen Einem Herzrasen bei der Heiligtum Musik. oder einer Opferstätte? Oh, das hört sich spaßig an. Dann gucken wir mal. Übrigens, Leute, ich wollte eigentlich gar nicht so viel aufnehmen, aber ich habe halt gerade Urlaub Gleich und um es die Ecke. bietet sich ziemlich gut Ja, an. okay. Oh no, Amakata. Nein. Geben Sie sie mir. Gut. No. Das Tagebuch. Der Arme. Danke. Trau niemals Drake. Wo ist eigentlich Charlie? Wer weiß? Nein, nein, nein! Er ist weg! Was zur Hölle? In den Hey, Stein Charlie, weg. bist du okay? Charlie? Schaut euch das an. Oh Mann, was soll diese Geheimagenten-Scheiße? Hoffen wir mal, dass die Dosis nicht zu hoch war. Oh nein, 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 nein. Oh Mist. Bleib ruhig, schau mich an. Charlie. Hier. Yeah. Los, wir müssen jetzt weiter, okay? Lass mich los! Hau bloß ab. Okay. Niemand will dich anfassen, Charlie. Was zur Hölle war in dem Fall? Dein Gesicht blättert ab. Tja, was auch immer es war, jetzt hat er üble Hallus. Charlie, hör zu. Hey, alles ist Hau gut. Ab! Ha! Ich lass mich nicht mitnehmen. Hey, niemand nimmt dich irgendwohin mit. Komm. Komm doch einfach mit uns, okay? Ja. Oh nein, der Boden schmilzt. Wir können nicht bleiben. Weiter. Wie? Wir müssen irgendwie den Grufteingang finden. Paul, wie machen wir das? Na, Charlie hatte eine Spur. Ich weiß nur nicht genau was. Der Zauberstab des Magiers. Oh Mann. Ohne sein Tagebuch kommen wir nicht weiter. Lass mich nachdenken. Okay, hermetisch. Armer Charlie. Das, was Säule heißt. Ja, das wissen wir schon. Die sieben Säulen der Weisheit? Zwischen Gnade und Härte. Wartet. Wir haben es missverstanden. Es ist nicht Wo der ist der da halt? Säulen, Ach, egal. Säule. Balance. Was? Das stand in Charlies Buch. Die Säule der Balance zwischen den beiden Extremen. Zwischen nein. Schwarz und Weiß, Wasser und Feuer, ja. Mann ja. und Frau. Der Mittelweg. Der Mittelweg. Okay. Schauen wir nochmal. Was ist es? Sally, hilf mir hier mal. Oh, jetzt ist es auch noch ein enger Gang. Ach Gott, Charlie. Armer Charlie. Na los, komm schon. Nein, 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 nein. Nein, schon gut, Charlie. Komm schon.
Ich finde es übrigens ganz toll, dass sie ihn nicht einfach in der Ecke sitzen und sagt, komm klar, sondern sie nehmen ihn wirklich mit und passen auf ihn auf. Oben und unten sind beide gleich. Wo man, zumal er auch ziemlich gute Infos eigentlich hat, ne? Hier lang. Und Charlie hätte dann Nate noch ein bisschen gebraucht. Kapitel 9, der Mittelweg. Okay, ihr geht vor. Ich helfe Charlie. Okay. Alles klar. Es ist, man kann jemandem mit Platzangst eigentlich gar nicht wirklich helfen. Vor allen Dingen nicht vorwärts drücken, Nate. Vor allen Dingen nicht vorwärts drücken. Du kannst halt versuchen, dabei zu bleiben und dann beruhigend mit ihm zu reden, aber meistens wollen sie auch nicht angepackt werden. Wieso machst du das? Oh shit. Alles gut, ne? Alles gut, Charlie. Alles gut. Charlie, du schaffst das. Ich weiß es. Ganz ehrlich, normalerweise, ganz, das machen die nicht. Und wenn er das doch jetzt einfach so macht, Respekt, hohen Respekt davor. Geht weiter, ich mach das. Na Gott, na gut. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Es wird enger. Ich würde jetzt eigentlich gerne erfahren, ob das so ihr erster Auftrag zusammen ist. Ja, der erste sagt, oh, Charlie. Oder ob die sich schon länger kennen. Das wäre eigentlich ganz nett gewesen, weil die beiden... Ich muss hier raus! Okay, Charlie, wir haben es gleich. Die beiden sind ja doch sehr vertraut miteinander und deswegen glaube ich, dass das vermutlich nicht ihr erster Auftrag zusammen war. Charlie ist ja auch ein ziemlich korrekter Typ. Oh nein, nein. Charlie, los, komm schon, nur noch ein. Lasst mich! Oh shit. Alter, der ist viel stärker als ich. Ah! Oh. Stein! Ich, es ist ein bisschen schwierig, weil du willst ja auch nicht Charlie verletzen, ne? Okay, darf ich boxen? Au! Okay, komm schon. Au, au, ah, au. Ja, man merkt sehr defensiv, weil man will den ja auch wirklich nicht verletzen. Das meiste ist eigentlich wirklich eher Verteidigung gegen... Oh. Au. Kann er mich eigentlich auch totprügeln? Ich gehe mal stark davon aus. Scheiße, ey. Scheiße. Charlie ist richtig gut da drin. Hooligan oder was? Typisch Engländer oder was? Scheiße. Nein, 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 nein. Au. Was mache ich denn jetzt? Nee, ich verteidige mich im Grunde eigentlich nur. Muss das jetzt so lange gehen? Ich hab verstanden, dass Charlie... Au! Komm schon. Okay. Okay, komm schon. Warum kann ich ihn nicht einfach mal erwischen? Charlie, Charlie, Charlie! Ah! Nein! Ich drück doch schon! Was willst du? Ah! Oh, der ist stärker als ich! Chloe, Sam! Charlie! Stopp! Cutter! Charlie! 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 Nein, was machst du? Nicht! Charlie, du erwürgst Nate! Okay, du musst zuhören. Du erwürgst Nate! Charlie! Wir sind quitt. Warte mal. Wolltest du mich wirklich erschießen? Ja, wie ein räudigen Hund. Wow. Auf ein neues. Ich gehe zuerst. Keine leichte Situation jetzt, ne?
noch drehe ich dir nicht den Rücken zu. Nach dir. Ich kann Sully verstehen, aber Charlie kann halt gerade nichts dafür. Und dann hältst du mir die Knarre an den Kopf und ich rauche Zigarre mit Winston Churchill. Hey, seid nett, Jungs. Ja, kommt schon. Ihr habt's fast. Aber ganz ehrlich, ich glaube, zwischen Chloe und Cutter läuft wirklich was. Ich finde es wirklich, wirklich schön gemacht, dass Nate und Chloe da anscheinend so dicke Freunde noch sind. Das mag ich. Uppalapa. Ich glaube auch, dass Cutter und Nate sich durch Chloe kennengelernt haben. Gehe ich irgendwie ganz, ganz stark von aus. Was ist das denn hier? Das sieht wieder aus, noch ein Stück gern rätseln. Das Ding müsste sich drehen lassen, oder? Ach, sagst du bloß. Ha. Mein Notizbuch. Was? Nein, hab ich nicht. Ich? Oh, verdammt. Ist er jetzt wieder bei Sinn, oder wie? Wir müssen herausfinden, wie wir ihn drehen. Der weiß doch nicht mal was. Schau mal, der Kanal. Das sind wohl Wasserkanäle. Okay. Drehen lassen möchte sich das gerade noch. Ich hab's gesehen. Was? Münze von König Bohemond dem Dritten. Bohemond, keine Ahnung. Wenn ich es jetzt falsch ausgesprochen habe, ist es mir egal. Oh, danke, danke, Sully. Sully, bester Sully. Ja. Bin ich von hier gekommen? Ich glaube, ich bin von hier gekommen. Wo ist die Treppe? Die suche ich nämlich. Ich wusste nicht, dass es irgendwo... Ah. Leute, bin ich gerade voll dran vorbeigerannt. Hey, sich Charlie, bist wieder du? Das freut mich zu hören. Siehst du da oben was? Nein. Die lassen sich sicher entzünden. Wer? Wie, wo, was? Sie sehen aus wie Projektionen. Sie markieren Positionen auf dem Globus. Aha. Entzünden wir die anderen. Bin dabei. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich runterfalle. Das ist ja alles nicht mehr so das Beste. Noch eins. Nur noch eins. Okay. Das letzte. Das sieht nicht so aus, als würde mir das was bringen. Nee. Warte mal, da muss Wasser hin. Wie mache ich das mit dem Wasser nochmal? Ich folge dem Fluss hier. Und hoffe... Da hinten muss ich hin, aber... Wie? Das wird erst gehen, wenn ich Wasser habe. Okay. Geht's hier irgendwo lang? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir hier lang müssen. Kann ich da hinten hinspringen? Irgendwie hier irgendwas. Okay. Nicht wirklich. Ha! Wollen die mir jetzt nicht einen geistreichen Tipp geben oder so? Hey, da drüben ist ein Durchgang. Ah, what? Naja, ich komme hoch. Ich glaube, meine Erinnerungen machen hier gerade was sehr Eigenwilliges draus und deswegen bin ich einfach schon da gewesen, wo ich am Ende... Ach komm. Am Ende hin muss. Doofe Erinnerung. Wenn ich jetzt gar keine Erinnerung hätte, würde ich, glaube ich, nicht wahllos durch die Gegend rennen, sondern suchen. So, wir gehen hier lang. Hast recht. Oh, ist das das, was ich meine, dass das ist? I don't know. Will ich mit Char... Ah, okay. Nein, die Spinnen! Ist das das Wasser? Nein. 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 Oh nein. Bitte. Bitte sag mir, dass du die auch siehst. Die sehe ich leider auch. Was du auch machst, halt sie fern. Wirklich? Bleib im Licht des Feuers. Was machst du? Wenn ich renne, sollte ich es über diese Flecken schaffen. Wie bitte? Ich mach dir den Weg frei, wenn ich da bin. Wenn du da bist? Du bist verrückt. Das Wasser muss fließen. Hast du eine bessere Idee?
Wirf die Fackel da runter. Vielleicht kannst du das Becken entzünden. I try. Genau so. Ja. Krieg ich irgendwo eine neue Dings her, oder? Versuch's noch mal mit der anderen. Bin dabei. Sieht aus, als wäre da oben noch ein Becken. Ja. Kann ich die Fackel da hochwerfen, das Ding entzünden? Ja, bestimmt sogar. Ja, finde ich auch. Gib mal her. Wie komme ich jetzt da hoch? Ach Leute, das ist aber spannend hier. Hä? Also da oben habe ich es jetzt entflammt, aber wie komme ich da hoch? Aua, 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 aua. Ist okay, ich hab's verstanden. Da hinten ist auch noch eins. Da, ganz hinten. Eher nicht. Sag mal, Katha, was mache ich hier jetzt eigentlich, außer hier stehen und nicht mehr hier wegkommen? Ey, ohne Witz, wo denn? Kann ich wieder zurückspringen? Hä? Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es wirklich nicht. Wo soll ich denn hier lang? Das macht mir Angst. Ich muss irgendwie darüber, ne? Die Frage ist halt, wie. Ah, ich sehe es. Okay, und dann nehme ich mal nach hier rüber. Da war eine Kette. Ich habe sie im Fallen gesehen, die Kette. Wirf die Fackel da runter. Wirf die Fackel da runter. Das ist einfach mal sowas von Chris' Stimme aus Resident Evil. Genau so. Yep, yep. Versuch's noch mal mit der anderen. Aha, bin dabei. Zack. Das hat nicht funktioniert. Ja, Nate hat so Angst vor den Spinnen, dass er das halt macht, ne? Verstehe ich. Komplett, bin da komplett bei ihm. Nicht schlecht. Nicht schlecht, ne? Weiß ich. So, jetzt aber nochmal. Nein! Hey Leute, ich sehe die Ketten halt literally fast gar nicht. Wirf die Fackel da runter. Ja, ist okay. Genau so. Ja. Versuch's nochmal mit der anderen. Bin dabei, bin dabei, bin dabei. Ah, nicht erwischt. Okay. Voll drüber weggeslidet. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Gebt ihr mir jetzt keine Chance mehr? Müssen wir doch doch. Ich hab doch genau da reingeworfen, das weiß ich. Nee, das war schlecht. Katha, das war richtig schlecht. Ja. Wieso ist der jetzt daran vorbeigesprungen? Wirf die Fackel da runter. Vielleicht schaffen wir irgendeinen Scheiß. Genau so. Ja, genau so. Ja, bin dabei, Katha, bin dabei. Leck mich am Arsch. Ach komm. Wenn du es das 60.000. Mal gemacht hast, dann kommt es dir gar nicht mehr so schwer vor. Oh, wait. Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Ja, macht auch nur beim ersten Mal Spaß. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Okay. Jetzt muss ich mich irgendwie beeilen. Jetzt aber hier rüber. Was machst du? Los, los. Ja, ich weiß. Nein, nein, sie sind unterwegs. Ja, mach mich nicht nervös. Hoch zum Feuer, 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 Feuer. Katha hält mich auch für wahnsinnig und ich kann es verstehen.
Wetten, ich muss alles nochmal von vorne machen, wenn ich jetzt falle? Geschafft. Ja, ja. Oh no. Oh no. No, 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 no. Oh. Aua. Kackbratzen. Und Spinnen. So, wo jetzt hin? Ich weiß es nicht. Wo jetzt? Wo? Oh, jetzt? Hier nicht. Oh, hi. Na? Was machen wir hier? Da ist noch ein Becken, da unten. Wo denn? Wo denn? Du musst das letzte Becken entzünden, bevor wir springen. Ja, danke. Ich weiß aber nicht, wo das letzte Becken sein soll. Ach, da. Zack. Sehr gut. Ja, sehr gut. Und dann noch runter. Zu den Spinnen. Ach, ich hab Angst. Ihr seht das doch auch, oder? Das da hinten seht ihr doch auch, oder? Ist das Sully? Bitte sag, dass das Sully ist. Das ist doch Sully da hinten, oder? Leute, ich finde das sehr unheimlich. Wir müssen aber nicht überschwimmen, oder? Was ist los, Charlie? Oh, Wasser scheut ja ein kleines Kätzchen. Das ist Sully. Ja doch, das ist Sully. Ich hasse Wasser. Was du alles hast. Na gut, Leute, wir machen hier... Boah, Cutter. Wir machen hier einen Cut rein. Sehr spannend, sehr aufregend. Spinnen überall. Ich hasse Spinnen. So richtige Rätsel waren das ja bis jetzt nicht. Mal gucken, ob noch was kommt. Ich bin gespannt. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Habt einen schönen Tag und haut rein.